So, da wäre ich auch wieder. Wie immer, gleiche Aufnahmesession. Entschuldigung. Zumindest die zweite jetzt. Es ist immer noch... Wie spät haben wir jetzt? 1.16 Uhr. Oh, der Doc. Nicht ich. Oh, damit hätten wir das erste Kapitel abgeschlossen, meine Fresse, und ich befolge ja. Kann ich die Credits abbrechen? Ja. So, das war Kapitel 1. 17.440 Adventure Points haben wir gekriegt. Okay, weiter. Ich will das Spiel fortsetzen. Ach nein, ich muss ein neues Spiel machen, okay. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Na dann ein neues Spiel, und zwar Kapitel 2. Oder? Ja, es müsste Kapitel 2 sein. Tipp, du solltest dir mal alle Gegenstände ansehen. Warum konnten sie es nicht sein lassen? Mann, machen sie mich los! Warum tun sie mir das an? Sie und die Baronin! Rückte gemacht, ich weiß nicht. War Ihnen nicht klar, wozu Sie mich damit zwingen? Sie müssen nicht. Es ist gleich vorbei. Sie werden nichts spüren. Tut mir leid, dass Sie das mit ansehen müssen. Ich hätte mehr Chloroform nehmen sollen. Was? Also ich kann jetzt interagieren. Okay, mit... Hier, hier mit nix. Sie haben es bald hinter sich. Tut mir leid, dass Sie das mit ansehen müssen. Ich hätte mehr Chloroform nehmen sollen. Ach so, ich stehe unter Zeitdruck. Ach so. Ach verdammt, was soll man jetzt machen? Ich meine, er legt uns ja um, der Doc. Und dann ist das hier sozusagen in einer Endlosschleife. Einfach nicht ran.
Fresse, ey. Und diese Handschuhe da, wollen wir Beweise unterschieben, was? Ich habe keine Spuren hinterlassen. Und trotzdem konnten Sie mich einfach nicht in Ruhe lassen, oder? Sie noch machen? Erzähl. Ach Mensch, ey. Wie soll man den Doc ablenken? Tut mir leid, dass ich... Nun gut, ich guck mir das dann mal offline an. Bis gleich. So, da wäre ich wieder. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt eine Lösung gefunden habe. Und zwar einmal. So, quatsch mal kurz mit dem Doc. Ja, das wissen wir. Dann fragen wir mal über die Betäubung. Das hat man jetzt schon alles, das werde ich jetzt alles wegklicken. Ach, das ist schon fertig, Alter. Gibt's doch nicht. Du willst ihn gerade ablenken und dann... Das ist irgendwie doof gemacht, aber richtig doof. Das ist einfach scheiße. Weil du hast hier wirklich keinen Lösungsansatz. Ich habe mir mal auch eine Komplettlösung mal zur Rate gezogen, weil ich habe hier bin verzweifelt an dem Scheiß. Warum?
hat es in meiner Tasche. Für alle Fälle. Sie sollten das hier nicht mitbekommen. So, lösen wir die Gurte. Och, jetzt ist das so auf immer. Schneide die Gurte durch. Gut, jetzt haben wir es. Nun warten Sie doch, Herr Zellner. Sie verletzen sich noch. Ich wäre dann auch soweit. Nee, wir nutzen die Spritze. Nein, bitte. Gleich vorbei. Alles in Ordnung? Oh, halbe, wir haben es geschafft, also. Das ist wirklich die ziemlich beschissene Stelle gewesen, ey. Danke. Ein nasses Handtuch wirkt Wunder. Hab ich doch gesagt. Also, was ist nun? Was hatten Sie da unten zu suchen? Inspektor, lassen Sie den Herrn Wachtmeister doch erst einmal wieder zu Atem kommen. Er hätte sich fast umgebracht. Ich? Nein. Das hätte Dr. Gebhardt für mich erledigt. Wo ist er? Gebhardt? Er ist spurlos verschwunden. Wir lassen das ganze Schiff nach ihm durchsuchen. Der Reihe nach. Erzählen Sie, Zellner, was haben Sie herausgefunden? Dr. Gebhardt hat Baronin von Trebitz ermordet. Unmöglich. Haben Sie Beweise? Abgesehen davon, dass er mich umbringen wollte? Aber war der Doktor nicht bei Ihnen, als der Schuss fiel? Der Schuss war eine Ablenkung. Der Schuss war nur eine Ablenkung. Es war nicht der Schuss, der die Baronin getötet hat. Aber wie? Der Schuss, den wir gehört haben, kam vom Tonband. Die Baronin hatte ein Tonbandgerät und gute Lautsprecher in ihrer Kabine. Gut genug, um den Knall deutlich auf dem Oberdeck hörbar zu machen. Vermuten Sie das nur oder haben Sie Beweise? In der Krankenstation liegt ein Tonband. Die Spule gehört zu dem Gerät in der Kabine der Baronin, während dort eine Saiblingsspule eingelegt ist, die in die Krankenstation gehört. Hm. Nach einigen Minuten ist auf dem Tonband ein lauter Knall zu hören. Unser Schuss. Woher hatte Gebhardt den Schuss? Er hat ihn im Frachtraum aufgenommen. Sein Tonbandgerät verfügt über ein Mikrofon. Und ich habe ein Projektil aus einer der Kisten im Frachtraum entfernt. Und das stammt aus der Mordwaffe? Ja, ich habe es mit dem anderen Projektil in Ihrer Kabine verglichen. Natürlich haben Sie das. Also schön. Inspektor Legrand! Tun wir mal so, als ob Sie da etwas hätten. Der Schuss, den wir gehört haben, kam also vom Tonband. Wie ging es weiter? Wir liefen alle zur Kabine der Baronin. Sie lag regungslos in einer Blutlache. Dr. Gebhardt drängte sich an ihnen vorbei, damit sie der Baronin nicht zu nahe kommen konnten. Er untersuchte sie und bezeugte ihren Tod. Für uns gab es daher keinen Grund daran zu zweifeln. Der Schuss, das Blut, die Baronin, die wie tot dalag. Dabei war sie nur betäubt. Betäubt durch Chloralhydrat, das der Doktor kurz zuvor in ihr Glas gefüllt hatte. Der Doktor hatte ein Glas in der Hand, als sie hereinkamen. Er wollte den Beweis verschwinden lassen. Stattdessen haben sie mir das Glas gegeben, Kapitän Ticonti. Und mich somit unabsichtlich ebenfalls ausgeschaltet. Blödsinn, da war überall Blut. Und tot ist die Baronin definitiv auch, oder? Wer hat sie denn Ihrer Meinung nach wann erschossen, Herr Wachtmeister? Sie wurde nicht erschossen, sie wurde vergiftet, der Doktor in der Krankenstation. Der Doktor in ihrer Kabine. Sie wurde überhaupt nicht erschossen. Sie wurde vergiftet. Wogegen das Loch in ihrer Brust spricht, das ich mit eigenen Augen gesehen habe. Sie muss erschossen worden sein. Also, Sie Genie, wo wurde sie erschossen? Also, es war natürlich der Doktor. Er hat die schlafende Baronin in ihrer Kabine erschossen. Keine 10 Meter von uns entfernt. Was erzählen Sie da?
Der Doktor war eine Zeit lang alleine in der Kabine. Als der Alarm losging, konnte man sein eigenes Wort kaum verstehen. Und ich habe ein Kissen mit Schmauchspuren gefunden. Damit könnte ein Schuss gedämpft worden sein. Und das Blut? Es war kein echtes Blut. Dr. Gebhardt hat irgendeine Flüssigkeit hergestellt, die auf den ersten Blick wie frisches Blut aussah. Doch die Flüssigkeit blieb rot, anstatt an der Luft dunkler und brauner zu werden. Deswegen musste er die Leiche reinigen und das Bettzeug loswerden. Aber das Blut war schon da, als wir zum ersten Mal in die Kabine gegangen sind. Dr. Gebhardt war vor dem Mord in der Kabine der Baronin. Er versteckte unter ihrem Laken einen mit der roten Flüssigkeit gefüllten Operationshandschuh. Die Baronin ließ sich todmüde aufs Bett fallen. Der Handschuh platzte und das Blut verteilte sich im Bett. Ich habe den geplatzten Handschuh in der Krankenstation gefunden. Aber warum hat er das gemacht? Was war sein Motiv? Inspektor! Da kann ich leider nur spekulieren. Die Baronin hat den ganzen Tag über in alten Familienfotos gewühlt. In ihrem Tagebuch spricht sie von toten Familienangehörigen. Ich vermute, dass es mit deren Schicksal im Krieg zu tun hat. Die Baronin hat auf ihrem Schreibblock eine Warnung verfasst. An Bord gäbe es einen Mörder. Ich habe keine Beweise. Aber ich glaube, dass die Baronin Dr. Gebhardt für den Tod ihrer Angehörigen verantwortlich machte. Und sie den Doktor vor aller Augen damit konfrontieren wollte. Der Doktor konnte das nicht zulassen und brachte sie zum Schweigen. Falsch, falsch, falsch! Haben Sie etwas beizutragen, Constable? Geständnis, Sir! Dr. Gebhardt war der Rabe. Steht alles da drin. Er hat's zugegeben. Was steht in dem Brief? Hier steht, erinnerst du dich noch, mein lieber Nico? Die Straßen waren regennass und von der Brauerei wehte der Geruch von heißem Malz zu uns herüber. Ein Hund bellte, bis dein Schuss den Unschuldigen traf. Danach war Stille. Kein Geräusch war zu hören, nur meine leisen Schritte auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Sie haben dich zum Helden gemacht und ich hatte endlich Ruhe, bis das Kribbeln wieder in mir aufstieg. Einige von uns sind nicht für den Ruhestand gemacht, mein Freund. Ich habe mir schon gedacht, dass man dich wieder auf den Fall ansetzen würde. Und ich habe mich gefreut. Endlich würde sich herausstellen, wer von uns beiden am Ende der Klügere ist. Leider muss ich nun eingestehen, dass du und dein kleiner Schnüffler mich geschlagen haben. Ihr habt mich in die Enge gedrängt, habt mich Fehler machen lassen. Ich gönne dir den Triumph. Doch niemand wird den Raben in einen Käfig sperren. Mein einziger Ausweg ist der Freitod. Lebe wohl, Rabenjäger. R. Inspektor Legrand! Ja, das bezweifle ich aber mal ganz stark. Das ist gefaked, das Telegramm. 100 pro. Inspektor? Ich hatte recht. Ich habe es allen gesagt. Immer und immer wieder. Aber niemand wollte hören. Dr. Gebhardt. Sie glauben also, dass Dr. Gebhardt tatsächlich der Rabe war? Die Dinge, die Gebhardt in seinem Brief schreibt, stehen in keinem Polizeibericht. Nur jemand, der dabei war, kann davon wissen. Könnten nicht noch andere in der Nähe gewesen sein? Vielleicht einer der Polizisten? Was, wenn einer von denen die Seiten gewechselt hat? Warum fällt es Ihnen so schwer, die einfache Tatsache zu erkennen? Es gab nie einen neuen Raben, nur den alten. Und das war Dr. Gebhardt. Das Vorgehen passt einfach nicht. Der Rabe war kein Mörder. Legenden sind selten das, wofür wir sie halten, Wachtmeister Zellner. Der Tote. Wer war der Mann, der damals getötet wurde? William Jackson, ein kleiner Dieb, hat zusammen mit seinem Bruder einige Einbrüche begangen. Talentiert, aber nichts Weltbewegendes. Und den hat man für den Raben gehalten? Einige meinten, es gehöre zu seiner Tarnung. Wenn du ein gerissener Meisterdieb bist, was wäre eine bessere Tarnung als die eines mittelmäßigen Ganoven? Du lässt dich hier und da bei kleinen Gaunereien erwischen. Niemand traut dir dann noch zu, ein großes Ding zu drehen. Aber sie haben das nicht geglaubt. Es gab leise Stimmen in meinem Kopf. Aber alle beglückwünschten mich. Bedenken wurden beiseite gewischt. Es war wie ein Sturm. Doch irgendwann legte sich der Sturm und die Stimmen waren immer noch da. Und dieses Mal nicht?
keine Stimmen, die Ihnen sagen, dass Gebhard nicht unser Mann ist? Er muss es sein. Und der Brief? Was ist mit der Schrift? Der Wortwahl? Passt der Abschiedsbrief zu den anderen Briefen des Raben? Ja, seine Handschrift, seine Worte. Ich habe jeden Brief des Raben gelesen, immer und immer wieder. Ich habe es für unmöglich gehalten. Ein von den Toten auferstandener Rabe. Der Rabe war nie tot. Ich habe den falschen Mann erwischt. Aber bei dem Mann wurde die Beute gefunden, oder? Er muss also für den Raben gearbeitet haben und kann daher kaum als unschuldig gelten. Wie geht es nun weiter? Wir liefern das Auge ab und ich setze mich mit Paris in Verbindung. Die Kollegen sollen alle bekannten Aufenthaltsorte Gebhards mit denen des Raben abgleichen. Und wenn sich Ungereimtheiten ergeben, was ist dann? Sie können gerne weiterhin ein Auge auf den Tresor werfen, wenn Sie es nicht lassen können. Das Schiff bleibt einen Tag in Kairo. So lange haben Sie Zeit, Ihren eigenen Raben zu fangen. Ich habe meinen. Der hat sich da was festgerannt. Da ist auch mal einen Tag lang Zeit, oder was? Ah, Sie sind einer von Legrands Leuten, nicht wahr? Jakob Zellner, mein Name. Sie können mir gleich behilflich sein. Ich vermisse Grace, meinen Dackel. Es könnte sein, dass es hier mehr für mich zu tun gibt, Herr... Direktor Abbas Mokhtar. Und Grace ist nicht irgendein Hund. Sie ist ein reinrassiger deutscher Dackel. Ein Champion. Aha. Die Ausstellung soll also trotz allem heute Abend eröffnet werden? Aber natürlich. Alles wurde bezahlt. Die letzten Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Aber eines der beiden Ausstellungsstücke wird nicht da sein. Ein schrecklicher Verlust. Eine Tragödie. Schon zum zweiten Mal wurde dieser unersetzliche ägyptische Kulturschatz entwendet. Zum zweiten Mal? Na, glauben Sie etwa, das Auge der Sphinx wäre in London aus dem Sand gegraben worden? Na, eventuell. Inspektor Legrand, Professor Lucien und Konstabler Oliver überwachen den Transport des Tresors. Sie müssten jeden Augenblick ankommen. Ich werde bis dahin hier vor Ort die Lage sondieren. Halten Sie das für nötig? Der Rabe ist doch nun endgültig tot. Wenn Sie damit Dr. Gebhard meinen. Seine Leiche wurde nicht gefunden. Ebenso wenig wie das gestohlene Auge. Es ehrt uns, dass sich der Inspektor Sorgen macht, aber wir haben alles im Griff. Legrand macht sich nicht so viele Sorgen, wie er sollte. Ich aber. Ist das Museum geschlossen? Ja, solange wir die Gala vorbereiten, werden nur handverlesene Gäste ins Museum gelassen. Sie gehören natürlich dazu, Herr... Wachtmeister. Natürlich, Sicherheitssystem. Was können Sie mir zum Sicherheitssystem des Museums sagen? Eines der modernsten auf dem Markt. Und das zweite Auge wird auch noch in unserer speziellen Schatzkammer ausgestellt, die noch einmal zusätzlich gesichert ist. Schatzkammer? Gehen Sie nur rein, vom Eingang aus gesehen rechts. Das Auge ist so sicher wie die Kronjuwelen. Aha, natürlich. Und die sind jetzt auch total sicher. Ich denke, ich werde mich dann einmal im Museum umsehen. Tun Sie das. Es gibt viel zu entdecken. Wenn Sie Grace sehen, geben Sie mir Bescheid. Hoffentlich finden wir sie, bevor der große Inspektor ankommt. Ist es nicht fantastisch, wie er den Mord auf dem Schiff aufgeklärt hat? Legrand? Natürlich, es steht in allen Zeitungen. Der Mord an der ehrenwürdigen Baronin von Trebitz. Und wie der große Inspektor Legrand den Mörder in nur einem Tag identifizierte. Das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Sie sollten sich glücklich schätzen, von ihm lernen zu dürfen. Aha. Was genau steht in den Zeitungen? Alles. Es ist fantastisch. Jemand an Bord muss sich direkt mit der Presse in Verbindung gesetzt haben. Natürlich eine wunderbare Werbung für uns. Heute Abend werden die Journalisten Schlange stehen. Und es wurde berichtet, dass Legrand den Mörder gefunden hat? Natürlich, wer sonst? Naja, ich war daran auch nicht ganz unbeteiligt. Natürlich, Legrand hat sicherlich seine Gehilfen, aber Ehre, wem Ehre gebührt, nicht wahr? Also dann? Bis dann, Wachtmeister. Grace, meine Süße, wo bist du? Oh, Mr. Inch. Mr. Inch, da sind Sie ja. Es tut mir ja so leid. Baronin von Trebitz war eine herzensgute Frau. Sie hat so viel für das Museum getan. Gewiss. Und Sie? Wollen Sie etwa schon wieder gehen? Ich würde gerne in mein Hotel gehen. Die letzten Tage
Erst schleichen Sie sich in mein Museum, ohne mich zu begrüßen, und dann wollen Sie uns so schnell schon wieder verlassen? Ich wollte Sie nicht stören und wir haben ja heute Abend noch Zeit. Ja, heute Abend müssen Sie unbedingt kommen. Ich wollte Baronin von Trebitz seine Auszeichnung überreichen. Die müssen Sie jetzt annehmen. Natürlich, wenn Sie darauf bestehen. Die Baronin hat für all das hier bezahlt. Ohne Sie hätten wir die Ausstellung und die Gala nicht machen können. Sie war sehr großzügig. Das war sie. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden. Wachtmeister Zellner, ich möchte mich noch einmal für Ihre großartige Arbeit bedanken. Sie haben mich gerettet, könnte man sagen. Sehr gern geschehen. Wir sehen uns heute Abend. Oh, wir können wieder agieren. Okay. So, wen haben wir hier? Miss Miller. Miss Miller, ich freue mich, Sie hier zu sehen. Oh, Wachtmeister Zähner. Ich habe gehört, was Ihnen an Bord zugestoßen ist. Schrecklich. Ganz schrecklich. Hat alles ein gutes Ende genommen. Sie warten auf Professor Lucien? Nilkreuzwort. Schon morgen geht es den Nil hinab, wie ich höre. So ist es. Es wird bestimmt ein beeindruckendes Erlebnis. Aber Sie wirken nicht sehr begeistert. Oh, doch, das bin ich. Es ist sehr großzügig von der Lady, mich und vor allem Matty einzuladen. Er wird viel lernen. Aber... Nun, Professor Lucien hat angeboten, uns auf der Fahrt zu begleiten. Umso mehr würde Matty lernen. Und Ihnen dürfte das doch auch nicht unangenehm sein. Nein, ich weiß nur nicht, wie Matty reagieren würde, wenn Edgar mitkäme. Ich verstehe. Ich kann ja mal vorfühlen, was er zum Professor als Begleitung sagen würde. Würden Sie das tun? Vielen Dank, Wachtmeister Zellner. Professor Lucien. Konnten Sie in Erfahrung bringen, warum Professor Lucien uns gestern auf dem Vorderdeck so überraschend verließ? Nein, nicht wirklich. Wir haben nur kurz miteinander gesprochen. Er war immer noch sehr nervös. So war er auch schon im Zug. Scheint seine Art zu sein. Ich glaube, es hat mit dem Einbruch im Museum zu tun. Das hat ihn sehr mitgenommen. Aber er meinte, ich solle mir keine Sorgen machen. Bald wäre alles vorbei. Tatsächlich? Wie meint er das? Oh, das habe ich ihn nicht gefragt, Herr Wachtmeister. Ja, was ist denn das für ein hässliches Geräusch hier im Hintergrund? Sind noch andere Passagiere vom Schiff hier? Oh ja, wir sind als Gruppe angekommen. David Kreuzer, der Geiger, war dabei. Außerdem Miss Myers und Mr. Inch. Er scheint den Tod der Baronin gut verwunden zu haben. Er schien geradezu gelöst. Ich habe ihn getroffen. Er schaut nach vorn, könnte man sagen. Wo ist Herr Kreuzer? Er ist dort drüben bei der Schatzkammer. Matty ist unten in der großen Halle. Ich fürchte jeden Augenblick, das Klirren einer unbezahlbaren Kostbarkeit zu hören. Matt wird schon Acht geben, Miss Miller. Ich werde mich weiter im Museum umsehen. Oh ja, es gibt so viel zu sehen. Was ist denn das? Es geht mir jetzt schon um Keks. Wachstube. Oh, wir können die Wachstube betreten. Können wir auch was mitgehen, ausleihen, umlagern. Abgeschlossen. Na super. Können wir hier was mitgehen lassen? Nein, wir können nur zum hinteren Bereich oder zur Haupthalle. Okay, gehen wir mal in den hinteren Bereich. Der Typ ist das, Alter. Können wir die Geige nicht wegnehmen und ihn damit verprügeln? Mir geht die jetzt schon auf den Keks. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao.